Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft. Ja, diesmal ohne Bild. Ich habe mich ganz kurzfristig entschlossen, noch ein paar Worte zu diesen beiden Kameraden hier zu sagen. Also es geht hier einmal um den Heinz Berger und den Heinz Brettschneider. Beide haben natürlich mit der Panzerabwehrkanone, also mit der PAK, zu tun. Und das Interessante ist, dass der Heinz Berger mit der 3,7 cm PAK gearbeitet hat und Heinz Brettschneider als Flak Kampftruppführer mit der 8,8 Panzer vernichtet hat. Also irgendwie doch gleich und irgendwie doch unterschiedlich. Wenn ihr das mal nachlesen wollt, hier könnt ihr noch mal sehen die Quelle, wo ich das her habe. Noch mal lieben Gruß an den Ingo Möbius, der uns erlaubte, seine Berichte hier zu verwenden. Los geht's. So, Freunde, ganz wichtig, es gibt was Neues, und zwar haben sich die Kanalmitgliedschaften geändert. Ihr könnt den Kanal jetzt unterstützen als Kanalmitglied für 1,99 oder als Barkraftsfreund für 4,99 oder als Barkraftsförderer für 9,99. Natürlich hat jede Stufe seine Goodies und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch den Weg dahin findet. Vielen Dank. Heinz Berger. Heinz Berger, im Zivilberuf Ofensetzer, trat am 1.10.1935 in die Wehrmacht ein. Im heimatlichen Infanterieregiment 11 erhielt er seine Ausbildung an der Panzerabwehrkanone. Nach Erfüllung seiner zweijährigen Dienstpflicht kehrte Berger am 30.09.37 ins Zivilleben zurück. Kurz vor Kriegsbeginn wurde er am 27. August 1939 erneut einberufen. Nach einer Auffrischung der Ausbildung am Packgeschütz in der Infanterie Panzerabwehr Ersatzkompanie 14 kam er am 3. Februar 1940 in die 14. Kompanie des Infanterieregimentes 187. Im Rahmen der 87. Infanteriedivision nahm er mit dieser Panzerabwehrkompanie ab dem 10.05.1940 am Westfeldzug teil. Beim Durchbruch durch die Ardennen erhielt Heinz Berger seine Feuertaufe. Anschließend erlebte er die Erzwingung des Marsüberganges, den Durchstoß durch die Grenzbefestigung Frankreichs, die Einnahme von Maubeuge und die Durchbruchsschlacht an der Somme. Danach war sein Regiment beteiligt am Kampf um die Pariser Schutzstellung, nach deren Einnahme Berger mit seiner Kompanie am Einmarsch in die französische Hauptstadt teilnehmen durfte. Trotz seiner zweijährigen Wehrdienstzeit war Berger zu diesem Zeitpunkt noch einfacher Schütze. Erst nach Ende des Frankreichfeldzuges wurde er zum Gefreiten befördert. Nachdem die 87. Infanteriedivision bis ins Frühjahr 1941 als Besatzungstruppe in Frankreich verblieben war, verlegte sie ab Ende März 1941 nach Ostpreußen. Am 22. Juni 1941 begann auch für Heinz Berger als Richtschütze einer 3,7 cm PAK der Russlandfeldzug. Als Teil der Heeresgruppe Mitte und zur 9. Armee gehören, überschritt die 87. ID die Grenze. In den ersten 2 Monaten kam es zu einem rasanten Vormarsch. Am 28. August 1941 befand sich die 87. in Minsk. Dort erhielt sie den Befehl, beschleunigt im Schienen- und Lkw-Transport in den Raum nordöstlich Smolensk zu verlegen. Bei Bolotino war dem Gegner ein Einbruch in die HKL der dort kämpfenden 14. Infanteriedivision gelungen. Am 28. August konnte die 87. ihre neuen Stellung beziehen. Noch am gleichen Tag erhielt das Infanterieregiment 187 den Auftrag, die verloren gegangenen Teile der alten HKL zurückzuerobern und zu halten. Nach mehr als 24-stündigen Kampf war dies erreicht. Schon während dieser schweren Kämpfe erschien ständig mittlere sowjetische Panzer und auch ein 52-Tonnen-Panzer, doch blieben sie außerhalb der Reichweite der deutschen Packgeschütze. Die Sowjets würden sicher in den kommenden Tagen zu neuen Angriffen antreten. Daher ließ der Kommandeur des Infanterieregimentes 187 die verfügbaren Geschütze seiner Panzerabwehrkompanie auf den gesamten Regimentsabschnitt verteilen. Der 2. Zug, zu dem das Geschütz des gefreiten Berger gehörte, wurde, nachdem schon am Vortage ein Geschütz durch Panzerbeschuss ausgefallen war, mit den restlichen 2 Geschützen beim 3. Bataillon eingesetzt und in die HKL eingeschoben. Diese lief im Bataillonsabschnitt am Rande eines tiefen Gehölzes entlang,
während das unübersichtliche und teilweise bewachsene Vorfeld für feindliche Panzerangriffe ein geradezu ideales Gelände abgab. Besonders das dicht vor den eigenen Stellungen eingeschnittene Tal der Barovitsch gestattet den feindlichen Panzern und Kolonnen, sich uneingesehen bis auf wenige hundert Meter an die deutsche Hauptkampflinie heranzuschieben. Die Pack von Berger wurde zusammen mit einer Infanteriegruppe etwa 100 Meter vor die HKL vorgeschoben und inmitten des unübersichtlichen Geländes hinter einer kleinen Baumgruppe in Stellung gebracht. Die Sicht reichte etwa 50 Meter ins Vorgelände, ohne jedoch Einblick in die Vorgänge im Tal zu gestatten. Am Nachmittag des 30.08.1941 vernahmen Horchposten die ersten Geräusche im feindlichen Vorfeld. Etwa 100 Meter vor der eigenen vorgeschobenen Stellung befanden sich im dichten Buschwerk sowjetische Panzer. Gegen 18 Uhr verstärkten sich die Geräusche. Ein Infanteriespähtrupp brachte die Meldung, dass sich die feindlichen Panzer mit laufenden Motoren etwa 50 Meter rechts der eigenen Stellung im dichten Gebüsch aufgestellt hätten. Um Sicht und Schussfeld zu verbessern und den feindlichen Panzern in die Flanke zu kommen, nahm das Geschütz von Berger Stellungswechsel vor und rückte näher an die Ansammlung heran. Vom neuen Standpunkt waren die Panzer trotz Tarnfarbe und der sich fast völlig verhüllenden Gebüschdecke durch ihre Eigenbewegung und das Schwanken der Sträucher deutlich erkennbar. Der Abstand betrug jetzt nur noch 40 Meter. Da der Geschützführer zur besseren Feindbeobachtung noch weiter vorne lag, stand Richtschütze Berger vor der Frage, ob jetzt der günstige Moment zur Öffnung des Feuers auf die erkannten Ziele gekommen sei oder ob er das Risiko weiteren Wartens auf sich nehmen solle. Gefreiter Berger entschied sich zur Aufnahme des Kampfes. In freiem, kühnen Entschluss eröffnete er das Feuer gegen die erkannten Feindpanzer, die jede Minute aus ihren Schutzstellungen gegen die deutsche HKL vorbrechen konnten. Nach wenigen Minuten beidseitigen Feuerkampfes brannten vier mittlere sowjetische Panzer. Nur einer hatte sich zurückziehen können. Die Gefahr eines Panzerangriffes auf die Hauptstellung war abgeschlagen. Da sich kein weiterer Panzer zeigte, zog sich das Geschütz von Berger wieder in die alte Aufnahmestellung zurück. Zwei Tage später, es war der 1. September 1941, kam für das Infanterieregiment 187 der bisher schwerste Einsatz seit Kriegsbeginn. Eigenen Spähtrupps war es gelungen, Einblick in das feindliche Hinterland im Tal der Barovitsch zu gewinnen. Sie meldeten den Aufmarsch starker feindlicher Kräfte. 30 Panzer rollten ins Vorgelände. Starke Infanteriemassen lagerten unten im Tal. Im Morgengrauen begannen die Sowjets mit schwerem Artilleriefeuer auf die deutsche Stellung, welches erst um 14 Uhr nachließ. In der Flanke des Packgeschützes von Berger tauchte aus der Talsenke heraus ein schwerer 52-Tonnen-Panzer auf. Dieser brach in die HKL ein, strich den Waldrand ab, überfuhr das zweite Geschütz des Packzuges, ein vorgeschobenes Artilleriegeschütz, ein weiteres schweres Packgeschütz und alle Infanteriestellungen, sodass sich die deutsche Infanterie in den Wald zurückziehen musste. Nun stand das Geschütz von Heinz Berger allein in der alten Stellung, fast schon im Rücken des riesigen Panzers. Wieder war das Schussfeld zunächst zu ungünstig, wieder war ein Stellungswechsel notwendig. Kaum war die neue Stellung mit besserer Sicht bezogen, als Berger das Feuer auf den Panzer aus der Flanke öffnete. Die ersten Schüsse prallten an der starken Panzerung ab. Erst ein Treffer zwischen Turm und Aufsatz zeigte Wirkung. Der Turm war festgeklemmt und der Panzer konnte nur noch in eine Richtung schießen. Gezieltes Feuer war ihm damit unmöglich geworden. Der 52-Tonner drehte ab und versuchte, sich zu den eigenen Linien zu retten. Dabei rasselte er nur wenige Meter am Geschütz von Berger vorbei. Dieser schoss nun auf das Laufwerk, da seine Geschosse die Panzerung nicht durchschlagen konnten. Auf diese Weise wurde der überschwere Panzer endgültig außer Gefecht gesetzt. Heinz Berger hatte den ungleichen Kampf mit seiner 3,7 cm Pack für sich entschieden. In dieser Zeit hatte nach wie vor ununterbrochen sowjetisches Artilleriefeuer auf der Stellung und im Vorfeld gelegen.
Das Geschütz war auf sowjetischer Seite längst erkannt worden. Am Spätnachmittag traten die Sowjets nach plötzlicher Feuervorverlegung zum Großangriff gegen die deutsche HKL an. An der Spitze erschien erneut ein schwerer Panzer, dahinter Kampfwagen mittlerer Stärke und in ihrem Gefolge die Infanterie in dichten Wellen. Richtschütze Berger nahm als erstes wiederum den schweren Panzer unter Feuer. Aus der Flanke war dieser bis auf 150 Meter an das Geschütz herangekommen und wälzte sich über das Vorfeld. Mit mehreren schweren Treffern konnte Berger diese Gefahr ausschalten. Anschließend konzentrierte er sein Abwehrfeuer auf die mittleren Kampfwagen, die sich inzwischen ebenfalls auf nächste Entfernung herangeschoben hatten. Innerhalb von 10 Minuten konnte Berger 7 weitere Panzer abschießen und die restlichen so zum Abbruch ihres Angriffes bringen. Er selbst richtete sein Geschütz auf die stürmende Infanterie und schoss mit Sprenggranaten, bis mit seiner Hilfe der sowjetische Angriff endgültig abgewehrt war. In den 2 Tagen der Kämpfe westlich Bolotino, etwa 17 Kilometer nördlich Jazewo, hatte Heinz Berger als Richtschütze im schweren Artilleriefeuer bei von feindlicher Infanterie begleiteten Panzerangriffen insgesamt 13 Panzer abschießen können. Durch diesen herausragenden persönlichen Einsatz trug er entscheidend dazu bei, dass sein Regiment die Hauptkampflinie halten konnte. Heinz Berger wurde dafür am 30.08.1941 mit dem EK-2 und am 5.09.1941 mit dem EK-1 ausgezeichnet. Am 17. September 1941 erfolgte die Verleihung des Ritterkreuzes. Es war dies die erste Verleihung an einen Mannschaftsdienstgrad im Ostfeldzug. Überreicht wurde ihm die hohe Auszeichnung am 23. September 1941 von seinem Divisionskommandeur, Generalleutnant Bogislaw von Studnitz. Heinz Berger gehörte somit zu dem kleinen Personenkreis, den für eine herausragende Tat beide Klassen und das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen wurden. Berger, am 01.01.1942 zum Obergefreiten befördert, blieb weiterhin im Fronteinsatz, bis er nach einer am 13. Januar 1942 erlittenen Erfrierung der Zehen ins Lazarett kam. Am 13.09.1942 erfolgte dann die Rückversetzung in seine alte Kompanie an die Front, wo am 01.10.1942 zum Unteroffizier befördert wurde. Am 10.08.1942 war ihm das Sturmabzeichen Silber und am 15.09.1942 die Ostmedaille verliehen worden. Mit der 87. Infanteriedivision erlebte er die Kämpfe im Frontbogen von Reschew. Mitte November 1942 gehörte Berger mit zu einer Abordnung von bewährten Reschew-Kämpfern, die in Berlin von Reichsminister Josef Goebbels empfangen wurden. Anschließend war der Unteroffizier wieder im Fronteinsatz, bis er am 15.12.43 durch einen Hüftschuss schwer verwundet wurde. Diese Verwundung brachte ihm einen mehrmonatigen Lazarettaufenthalt und am 16.02.44 die Verleihung des Verwundetenabzeichens in Schwarz. Nach der vollständigen Genesung kam Berger am 29.11.44 in die 4. Kompanie des Infanterieregimentes 187. Seit dem 01.10.44 hat er den Dienstgrad Feldwebel. In den folgenden Monaten durchlebte Berger die Abwehrkämpfe in Kurland, bei denen er am Ende der 4. Kurlandschlacht am 2. Februar 1945 erneut schwer verwundet wurde. Mit einem Beinschuss lag er im Vorfeld der eigenen HKL. Berger musste sich selbst verbinden und konnte erst nach mehr als 24 Stunden in Sicherheit gebracht werden. Zusätzlich zu dieser verlorenen Zeit in der Erstbehandlung kam es im weiteren Verlauf zu Komplikationen, die dazu führten, dass er am 30. März 1945 den linken Oberschenkel verlor. Nachdem er am 12. Februar 1945 schon das Verwundetenabzeichen Silber erhalten hatte, wurde ihm nun am 25. 4.45 auch das Verwundetenabzeichen Gold verliehen. Die Zeit bis Kriegsende verbrachte Heinz Berger im Lazarett, wo er am 01.04.45 zum Oberfeldwebel befördert und ihm am 20. April 1945 auch noch das Ärmelband Kurland verliehen wurde. Heinz Berger verstarb am 16.04.1983 in Leipzig. Heinz Brettschneider.
Der Sohn eines Buchhalters besuchte von Ostern 1919 bis Ostern 1927 die Volksschule in Meinersdorf und Chemnitz. Im Anschluss daran trat er bei der Chemnitzer Maschinenfabrik Firma C.H. Weisbach eine dreijährige Lehre als Maschinenschlosser an. In dieser Zeit besuchte er die Übungsschule in den Technischen Staatslehranstalten Chemnitz. Seine Absicht, nach der Lehrzeit und einigen Gehilfenjahren eine Maschinenbauschule zu besuchen und Ingenieur zu werden, musste er infolge eigener und seines Vaters Schwierigkeiten aufgrund der wirtschaftlichen Lage aufgeben. Nachdem Brettschneider von Januar 31 bis Juni 33 arbeitslos war, arbeitete er von Juni 1933 bis Juli 1934 als Schlossergehilfe bei den städtischen Gaswerken in Chemnitz, ehe er sich dazu entschloss, Berufsunteroffizier zu werden. Am 12.07.1934 trat Brettschneider in die Reichswehr ein. In der 4. Kompanie der Fahrabteilung Dresden erhielt er seine Grundausbildung. Im Anschluss daran wurde er am 10.11.1934 in die 2. Kompanie der Fahrabteilung Wurzen versetzt. Hier erfolgte zum 1.08.1935 die Beförderung zum Gefreiten. Die Fahrabteilung Wurzen bildete den Grundstock für die Aufstellung der 1. Abteilung des Flakregimentes 13. Die 2. Kompanie der Fahrabteilung Wurzen wurde im November 1935 zur 2. Batterie im Flakregiment 13. Brettschneider trat somit zur neu gebildeten Luftwaffe über. Am 1.8.1936 erhielt er seine Beförderung zum Unteroffizier. Nachdem Brettschneider am 1.10.1937 in die 1. Batterie des Flakregimentes 13 versetzt worden war, meldete er sich freiwillig für einen Einsatz im Spanischen Bürgerkrieg. Vom 2. Januar 1938 bis 19. Februar 1939 gehörte er zur Legion Condor. Der 2. Batterie der F-88, also der Flak-Einheit der Legion, nahm Brettschneider als Messtruppführer an den Kämpfen in Spanien teil, wo er am 1.10.38 zum Wachtmeister befördert wurde. Für seinen Einsatz als Flak-Artillerist in Spanien wurde nach Ende des Bürgerkrieges neben spanischen Auszeichnungen am 31.05.1939 mit dem Spanienkreuz in Gold mit Schwertern ausgezeichnet. Weiterhin wurde er zum Oberwachtmeister befördert. Diese Beförderung wurde aufgrund der Auszeichnung mit dem Spanienkreuz vordatiert auf den 1.05.1939. Nach Deutschland zurückgekehrt, kam Brettschneider wieder in die 1. Batterie des Flakregimentes 13. Mit Beginn des Krieges am 1.09.1939 wurde er wiederum als Messtruppführer eingesetzt. Ihre ersten Kampfeinsätze erlebte die 1. Abteilung vom Flakregiment 13 im Feldzug gegen Polen und im Westfeldzug des Jahres 1940, wo sie das 2. Armeekorps unterstützte. Bei den Kämpfen in Frankreich verdiente sich Oberwachtmeister Brettschneider das EK-2, das ihm am 7.06.1940 verliehen wurde. Nach Ende der Kampfhandlung verlegte die Abteilung den Luftgau 3. Brettschneider wurde am 1.10.1940 zum Hauptwachtmeister seiner 1. Batterie ernannt. Im Juni 1941 wurde die 1. Kompanie Flakregiment 13 nach Osten verlegt, um ab dem 22.06.1941 im Krieg gegen Sowjetunion an den Vormarschkämpfen der 16. Armee teilzunehmen. Brettschneider erlebte die erste Zeit in Russland weiterhin als Spieß seiner Batterie. Er wurde in den Winterkämpfen dann jedoch das erste Mal als Flak-Kampftruppführer eingesetzt. Am 7.2.42 wurde Brettschneider das Flak-Kampfabzeichen verliehen und am 15.8.42 erhielt er die Ostmedaille. Vom 10.9. bis 4.11.42 wurde er zum Kriegsoffiziersanwärter Vorauswahllehrgang an die Feldflak-Artillerieschule Ost 41 ins polnische Militsch verkommandiert. Nach Beendigung des Lehrgangs kehrte Brettschneider in die 1. Abteilung des Flakregimentes 13 zurück, wo er nun wieder in der 2. Batterie als Flak-Kampftruppführer eingesetzt wurde. Die Abteilung unterstand inzwischen dem Stab des Flakregimentes 151, diese wiederum der 6. Flak-Division. Am 11. Dezember 1942 wurde Brettschneider zum Kriegsoffiziersanwärter ernannt.
Zur Jahreswende 42-43 stand seine Division in schweren Abwehrkämpfen im Raum Demjansk. In den ersten Tagen des Jahres 43 konnte sich Oberwachtmeister Brettschneider mit seinem Flakkampftrupp von zwei 8,8 cm Geschützen im Kampfraum des 2. Armeekorps ganz besonders bewähren. Am 1.1.43 schoss er aus einer ihm zugewiesenen ungünstigen Stellung drei sowjetische Panzer ab. Aufgrund seiner hierbei gemachten Erfahrung führte Brettschneider bei Dunkelheit mit seinem Flak-Kampftrupp einen Stellungswechsel in eine Stellung durch, die von ihm selbst erkundet wurde. Der Stellungswechsel wurde entgegen den ausdrücklichen Wünschen des Abschnittskommandeurs des Heeres durchgeführt, mit dem er auf Zusammenarbeit angewiesen war. Im Rahmen des allgemeinen Auftrages erwies sich die von ihm erkundete neue Stellung als die einzig richtige, was durch die Erfolge des nächsten Tages bestätigt wurde. Am 2. Januar 1943 gegen 12.05 Uhr erfolgte nach heftiger, stundenlanger Artillerievorbereitung ein erneuter sowjetischer Panzerangriff, in dessen Verlauf innerhalb von 10 Minuten 9 feindliche Panzer vernichtet und ein weiterer wahrscheinlich vernichtet wurde. Bei diesem unter ständigem feindlichen Feuer aller Waffen durchgeführten Angriff hat der Oberwachtmeister Brettschneider in richtiger Kenntnis der Lage zunächst die weiter entfernten, jedoch gefährlicheren Panzer erst bewegungsunfähig geschossen, während er die näheren, im aber weniger gefährlicheren weiterrollen ließ und dann später abschoss. Nachdem sämtliche 9 in seinem Bereich angreifenden Panzer bewegungsunfähig geschossen waren, wurden sie dann planmäßig in Brand geschossen. Nach der Vernichtung von etwa 5 Panzern, also wir sprechen hier von T-26 und Valentine-Panzern, war die Munition in unmittelbarer Nähe des Geschützes knapp geworden. Oberwachtmeister Brettschneider ordnete deshalb sofort an, dass Munition von einem etwas abseits gelagerten Stapel herangetragen werden sollte. 2 nacheinander hierzu befohlene Munitionskanoniere mussten jedoch von diesem Auftrag absehen, da durch Beschuss die Munition vereinzelt in Brand geraten war. Ungeachtet dessen sprang Oberwachtmeister Brettschneider selbst hinzu und schaffte weitere Munition heran. Mit diesem persönlichen Einsatz riss er die Munitionskanoniere mit, sodass sie jetzt selbstständig weitere Munition heranholten. Durch das völlige Scheitern des sowjetischen Panzerangriffes konnte die nachfolgende sowjetische Infanterie durch seitlich eingesetzte 2 cm Flakwaffen und eigene Infanteriekräfte abgeschlagen werden. Die Einbruchstelle wurde von deutschen Grenadieren abgeriegelt. Über 250 sowjetische Infanteristen sowie weitere Panzer, die sich nicht mehr hinter die sowjetische Linie zurückretten konnten, waren vernichtet. Damit war der sowjetische Angriff an dieser Stelle restlos gescheitert. Dieser Erfolg war der Entschlussfreudigkeit und Kaltblütigkeit von Oberwachtmeister Brettschneider zu verdanken. Ein Durchbruch der Panzer hätte die Inbesitznahme von Zemena und der Versorgungsstraße zum Kampfgebiet des 2. Armeekorps bedeutet. Für diese Tat wurde Heinz Brettschneider am 4.1.1943 das EK1 und am 3.2.1943 das Ritterkreuz verliehen. Noch im Januar 1943 wurde Brettschneider an der Kriegsschule der Flak in Bernau bei Berlin kommandiert, um vom 11. Januar bis zum 20. März 1943 am Kriegsschullehrgang teilzunehmen, an dessen Ende er zum Leutnant befördert wurde. Die Beförderung erfolgte rückwirkend zum 1. Februar 1943 und sein Rangdienstalter wurde auf den 1.6.1941 gelegt. Am 1.4.43 wurde Brettschneider dann ins aktive Offizierkorps aufgenommen und sein RDA wurde auf den 1.4.38 geändert, womit seine bisherige Dienstzeit in der Unteroffizierslaufbahn berücksichtigt wurde. Im März 1943 kehrte Brettschneider in die 1. Abteilung des Flakregimentes 13 zurück, wo er zunächst als Messoffizier eingesetzt wurde. Im Mai 1943 übernahm er als Führer die 3. Batterie. Die Abteilung stand weiterhin im Einsatz im Nordabschnitt der Ostfront. Der Leutnant führte seine Batterie bis in den September 1943. Erst dann wurde er an die Flak-Artillerieschule 1 in Rerik kommandiert, um hier an einem Batteriechef-Lehrgang für schwere Flak teilzunehmen.
Schon mit Wirkung zum 1.8.43 wurde er zum Oberleutnant befördert, wobei sein Rangdienstalter auf den 1.3.41 gesetzt wurde. Im November 1943 war er wieder bei der Abteilung. Hier übernahm Brettschneider als Chef die 3. Batterie. Schon am 1.3.44 erhielt er die Beförderung zum Hauptmann. Das Rangdienstalter wurde dieses Mal auf den 1.1.43 gelegt. Seine Batterie führte er in den schweren Abwehrkämpfen, besonders während der Rückzugskämpfe im Sommer 1944 bis Oktober 1944. Von November 1944 bis Januar 1945 war Brettschneider wieder an der Flak-Artillerieschule 1 in Rerik, um an einem Lehrgang für Abteilungskommandeure teilzunehmen. Als dieser abgeschlossen war, hatte sich die Kriegslage weiter verschärft. Die Sowjets waren Ende Januar 1945 zu ihrer entscheidenden Großoffensive hinein in das deutsche Kernland angetreten. Ihr Ziel war die Reichshauptstadt. In Berlin bereitete man sich zur Verteidigung vor. Auf dem Weg zu seiner Einheit wurde Brettschneider daher in Berlin von der 1. Flak-Division festgehalten, die in Berlin lag und in die Verteidigungspläne einbezogen wurde. Brettschneider wurde in der Verteidigung Berlins zum Flak-Abschnittsführer B ernannt. Bei den Endkämpfen in der Reichshauptstadt wurde er am 24. April 1945 durch Bauchschuss schwer verwundet. Es war dies seine erste Verwundung während des Krieges überhaupt. Sie bewahrte ihn jedoch vor einem ungewissen Gang in die Gefangenschaft. Am 20.08.45 wurde er aus dem Lazarett Zoobunker entlassen. Brettschneider kehrt in seine Heimatstadt Chemnitz zurück. Im November 1942 hatte er die damalige Kriegswitwe Charlotte Vogel, eine geborene Merseburger, geheiratet. Zu ihren 2 Töchtern war im Jahr 1944 ein gemeinsamer Sohn hinzugekommen. Brettschneider fand Arbeit als Maschinenschlosser in einer Chemnitzer Maschinenfabrik. Durch die politischen Verhältnisse war er laufenden Verfolgungen ausgesetzt. So interessierte sich die GPU im Februar 1948 im besonderen Maße für ihn. Am Schluss einer 6-stündigen Vernehmung wurde ihm eine mehrtägige Bedenkzeit eingeräumt, sich für oder gegen eine Spitzeltätigkeit zu entschließen. Brettschneider ging daraufhin über die Zonengrenze und arbeitete im nordrhein-westfälischen Telgte in einem Betrieb für Präzisionswagen als Werkzeugmacher. Während seiner Freizeit baute er sich 2 Räume aus und wenige Wochen später konnte er seine Familie in diesen Unterschlupf aufnehmen. Die Wagefabrik ging im Herbst 1949 in Liquidation und der ehemalige Hauptmann musste noch einige Arbeitsstellen durchlaufen, ehe er sich mit Gründung der Bundeswehr darum bewarb, wieder in seinen alten Soldatenberuf zurückkehren zu dürfen. Brettschneider wurde angenommen und zog erneut die Uniform an. Als Oberstleutnant wurde er später in den Ruhestand verabschiedet.